Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Torchlight 2. Ich bin jetzt schon mal in die Knochengalerie vorgedrungen, damit ihr den Ladebildschirm nicht ganz so lange ertragen müsst. Ja, und hier gucken wir mal, was uns so erwartet. Erstmal relativ viele Urnen. Plündern wir natürlich auch. Wir haben zumindest hier in diesem Spiel keinen Respekt vor der toten Ruhe. Pestrauchschnecken sind unbeliebt. Müsste mal gesagt werden. So. Gehen wir mal hier schauen und holen mal aus den Sarkophagen raus, was geht. Zerschmettern natürlich auch die Uhren. Klar, gehört hier irgendwie mit dazu. So. Das hat mich erschrocken. Aber nicht schlimm. Wir haben ja Krawumms dabei, der uns beschützt. Ich finde die echt eklig, diese blöden Pisthauch-Dinger. Naja, da kommen Skelette raus. Schade, dass das so lange dauert. Aber naja. Ja, hier geht's ja auch noch lang. Gucken wir einmal hier. Jetzt haben wir hier einen ekligen Gnatscher. Ja, der ist jetzt auch, naja, immer noch eklig, aber tot. Ganz viele eklige Gnatscher und auch von diesem Ding davon. Das ist irgendwie nicht so nett. Ist das, rennt der echt vor mir weg, oder was? Ich glaube, es hackt. Da ist auch noch einer. Da auch. Haben wir's? Ja? Schön. Geht's dann auf der anderen Seite hin? Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Ah ja, hier geht's auch weiter. So, dann jetzt ist die Frage, ich glaube, ich laufe erst zurück und wir gucken erst noch mal, was hier ist. Einfach, weil wir ja, wie gesagt, wir möchten ja alles abgrasen in den Maps, die wir kriegen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, welches die Richtung ist, um es zur nächsten Etage zu sagen. Aber ja. Auf jeden Fall werden wir hier auch das Skelett spielen. So. Na. Zombies sind auch was Feines. Naja. Sind jetzt auf jeden Fall auch gut. Hier haben wir noch ein. Hilfe! Ja, ich sollte vielleicht erst alles töten, bevor ich mich auf andere Dinge konzentriere. Da liegt Gold. Warum liegt das Gold da hinten? Da komme ich ja gar nicht rein. Nicht so nett. Das finde ich jetzt auch nicht so mega gut gelöst, dass man da nicht hinkommt. Aber okay, egal. Kann man nicht ändern. So sehr sind wir dann auf das Gold auch nicht angewiesen. Hier ist noch was. Hier soll man mit Schuhen. Das noch mit. Ja, und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Laufen. So. Jetzt müssen wir ja hier lang. Und dann gucken wir mal, was uns hier so noch erwartet. Ein Inferno, sehen wir schon mal. Oh, ganz schön. Wieder so ein Klatscher oder mehrere. Und da geht's auch dann runter. Okay. Dann gehen wir erstmal zu, dass wir hier ja schon mal aufräumen. Was ja dank unserer magischen Fähigkeit ganz gut funktioniert. Meistens.
Ja, ich habe schon wieder zu viel Liner und daran gehen wir uns jetzt schon wieder so ein ekliger Liner von diesen Latscher-Dingern. Wo ist er denn? Der war doch da eben noch. Hab ich den jetzt umgebracht und das nicht mehr? Okay. Da oben ist auf jeden Fall noch so ein Skelett-Bogenschütze. Der jetzt auch tot ist. Okay, hier geht es nicht weiter, aber hier kommen wieder Skelette zum Vorschein. So, wie sieht's hier aus? Na, der ist auch schon wieder ein Gnatscher. Naja, da erweckt ganz schön viel zum Leben. Ja, uah. Ja, ich habe wenig Mana, ist mir auch aufgefallen. Kommen die blöden Viecher da runter oder muss ich da echt nochmal hochrennen? Seid erfahrener geworden. Komm runter. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich wollte jetzt nicht nochmal da hochrennen. Na, wer feuert mir denn hier eine? Ich denke nicht. So, dann haben wir. Hier noch so ein paar Skelette anscheinend. So, da kommen noch ein paar raus. Was ist das? Da? Was ist das? Was ist das? Okay, dann gehen wir weiter zu Mordrox. Und schauen mal, was uns da erwartet. Ich trinke mal noch ein Heiltränkchen nur, damit wir nicht gleich von sterben, das wäre ja irgendwie uncool. Ja. Das ist noch so ein ekliges Ding. Also wer sich die ausgedacht hat, der ja. Nicht nett. Gar nicht nett, die Viecher. Ja, nicht nett. Nee, nee. Bevor wir jetzt dahin gehen, würde ich sagen, machen wir hier nochmal die ganzen Punkteverteilungssachen. Ja, und dann auf in den Kampf, ne? Ich schätze, da sollen wir drauf drücken. Machen wir das mal. Da kommt er. Nochmal heilen. Da kommt er, ja. Der ist schon ein bisschen, ja, nicht so cool. Aber wir haben ja nichts mal gesehen. Zum Glück. Zum Glück. Kann ich nur sagen. Zu Recht ist mein Ruhm gestiegen. Ihr habt eine Quest abgeschlossen. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. So, brauchen wir nicht. Die müssen wir uns gleich mal in Ruhe angucken. Jetzt sammeln wir hier erstmal kurz alles ein. Gucken mal, ob hier noch irgendwas ist. Scheinend. Ah ja, hier sind noch ein paar Truhen. Mit Kerzenfalle dabei. So. Da kommt ein Skelett raus. So, jetzt nochmal. Was haben wir jetzt noch? Da. Okay, 14 Feuerpanzer, ja, da gibt's ein neues Set. Ich lasse das Set mal noch hier drin. Ja, komm weg. Großachskanne weg, der kann weg.
Stangenwaffe kann weg. Kann weg. Der macht insgesamt 85 Schaden. Ah, der ist aber langsamer als mein Mehrfachsockel-Edelstein-Zauberstab. Ich tue den mal weg. Ja, der kann auch weg, das kann weg. Das ist zwar nicht so wahnsinnig viel besser. Den wollte ich jetzt gar nicht wegtun, der soll da, genau. Der kann weg. Was macht der? Der macht 98 Schaden pro Sekunde. Darüber können wir ja schon mal reden. Weil das ist ja eindeutig besser als 56 Schaden bei dem Eisschwall-Gift-Ding, ne? Ach, das ist schon wieder ein Zweihänder. Steht das da nicht? Oh ja, da steht da. Okay, ich habe nichts gesagt. Tauscht den einfach aus. Schickt das Tier weg. Euer so, Begleiter ist fortgegangen. Also. Mana Wiederherrschung, Rüstung pro Treffer um drei Verringer. Wir so, wir hatten da was doch, oder? Ne, wir haben im Moment nichts frei, was wir sockeln können. Aber nicht so schlimm. So, der kann dann gleich auch weg. Und der kann ja mal ausgetauscht werden. Ne, kann er nicht. Ich bin manchmal ein wenig verwirrt. So, die können ja dann weg. Dann haben wir es und es geht zurück zur Oberfläche. So, machen wir das auch. Da sehe ich auch das Fragezeichen schon, wo wir die Quest abgeben können. Hey, mein Freund! Ihr habt sie gefunden? Fantastisch! Hier, lasst mich euch für eure Mühe bezahlen, dann mache ich mich auf den Weg. So, wir haben den Splitterzauberstab. Der hat ein Sermus-Angriffsherr, macht 84 Schaden pro Sekunde, ist eine nicht. Okay, dann haben wir den seltenen Stab mit 85, da haben wir ja, glaube ich, schon einen besseren E drin. So, 32 Feuerschaden, Elektropanzer, Gesundheit gestohlen. So, ehrlicherweise klingt das ganz gut für den Begleiter, nehmen wir. So, dann würde ich sagen, machen wir den Urquelltempel. Und wir sehen einen Ladebildschirm natürlich. Das kann weg. Wir haben hier noch einen Punkt zu vergeben. Also theoretisch. Na gut, der kann auch warten. Machen wir erstmal hier weiter, würde ich sagen. Ja, ja, wieder falsch gekommen, offensichtlich. Aber alles halb so wild. Wir haben es ja überlebt. Mysterianischer irgendwas. Konnte ich so schnell nicht lesen, wie ich es umgebracht habe. Naja. Das ist ein mysterianischer Schattenschwaden. Okay. Auch gut. Da kommt ja schon wieder einer. Die Uhren gehen auch so viel schneller, wenn man immer die Prismablitze benutzt. Also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Also ich persönlich bin echt begeistert von den Prismablitzen. Die ja, töten halt so viel auf einmal. Was? Eine ganze Menge. Genau, auf einmal so viele kommen. So, welche haben wir denn hier noch? Hier haben wir ja nichts. Hier haben wir noch eine Urne. Okay, das ist auch weg. Und hier haben wir. Oh ja, wir sehen sie nichts. Gut. Was haben wir denn hier? Besessene haben wir hier. Naja. Auch Besessene müssen leider getötet werden. Alles, was sich mir in den Weg stellt, wird hier getötet. Unschwer erkennen kann. Alles noch mehr. Okay. Das war das Kaizan.
Zahn, Teilzahn, naja, ein Zahn auf jeden Fall. Irgendwas mit Zahn. Passt schon. Das ist eine Falle. Hm? Was ist es denn für eine Falle? Hier geht es dann gleich weiter. Okay. Ich brauche mehr Mana. Hat jemand gerade Mana über mich? Schade, jemand dran. Die Truhe will ich haben. Ich habe da eben sowas. Da ist es doch. Der Mord. Der hat sich auch überschätzt. Der kann mich nicht einfach so töten. Geister und Besessenen und keine Ahnung. Wo geht's denn hier noch lang? Was gibt's denn hier noch? Ein paar Urnen gibt es hier noch. Okay. War's das schon mit der Map? Ja, anscheinend, ne? Na gut. Dann war es das mit der Map. Ich richte mich mal kurz wieder. Mein Kopfhörer ist etwas verrutscht. Und dann geht es jetzt auch schon wieder weiter. Naja, hier ist auch noch ein bisschen was. Na? Willst du dich etwa widersetzen? Das geht aber so nicht. Widersetzen mögen wir gar nicht. Zumindest, wenn ihr euch mir widersetzt hier. Viecher. Okay, Treppe nach unten. Ein weiterer Ladebildschirm. Ist immer was Schönes. Ja, genau. Immer so einfach geht, macht das ja auch Spaß. Ah, mehr besessen. Ja. Oh ja, hier gibt es auch mal ein bisschen was. Abnehmen Maradiere. Die scheint irgendwie Gift da. Zulriva. Der Zulriva muss auch mal hier. Könnte auch nicht mal aus dem Gift rausspringen. Das mache ich jetzt. Nächstes klar, ich stelle mich direkt wieder rein, weil ich lerne ja nicht raus. Wäre ja zu einfach. Da ist Gold. Wir lassen auch kein Gold liegen. Wer weiß, wofür man es braucht. Alter Schwede, was ist denn hier los? Gasteil oder so ähnlich? Mach. Ja, schon wieder. Echt jetzt? Immer zu wenig Mana. Immer. Wenn ich denn hier... Erstmal töte ich was. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich jetzt hier am sinnvollsten langlaufe. Um nicht zu viele Umwege doppelt irgendwelche Sachen zu laufen. Also wenn ich erstmal hier lang. Sonst müssen wir halt nochmal zurück. Dann ist das so. Hier ist auch noch mehr besessenen Zeugs. Haben wir es? Da ist auch schon wieder was. Das ist keine dumme Idee. So ganz prinzipiell zumindest. Naja, ein Geheimraum. Gucken wir mal, was in dem Geheimraum so ist. Auf jeden Fall schon mal recht viel Gold und eine Truhe. Mein Gepäck ist voll. Das Inventar ist eindeutig nicht für mich geschaffen. Es ist zu klein. Eindeutig zu klein. Ups. Naja, ist okay. Aha. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Schauen wir mal. Okay, der Geheimraum ist soweit erledigt. Dann kommen wir wieder zurück. Hier ist auch noch... Oh, ups. Das ist gleich
geraten können. Naja, egal. Hier gibt es... Und hier... Hier ist es zu verdächtig ruhig wieder. Ich, ja, ich traue dem Ganzen noch nicht ganz. Aber okay. Wir werden mit Sicherheit nicht allzu lange so viel Ruhe haben. Wie ich gerade sagte. Und noch ein Geheimraum. Ja. So. Ganz viel Gold. Natürlich gibt es hier danach. Aber hier je so selten, dass wir jemanden kämpfen müssen, bietet sich das ja an, ja auch mal was zu machen, ne? Das ist ja klar. Naja. Truhe. Noch eine Urne. Ich wollte gerade sagen, das kann ja nicht gewesen sein. Ich bin da vorne auch schon irgendwelche Feste waren. Okay, aber ich schätze, wir haben den Geheimraum geplündert. Dann gehen wir mal hier lang weiter. Ja, alles andere haben wir jetzt nicht schon abgekratzt. Ja, dann hier weitergehen. Fragt sich nur, wohin genau. Das war jetzt etwas unbeabsichtigt. Egal. Okay. Naja, hier haben wir wieder Besessene. Und mehr von den Schildträgern. Totschleuderern. Und natürlich. Weil Hunde greifen uns ja nicht an. Netterweise. Okay, ich sehe schon, was geht. Trotzdem müssen wir natürlich erstmal hier gucken, dass wir auch wirklich alles abgegrast haben. Einen Stein auf dem anderen gelassen haben, sozusagen. Ja, und jetzt würde ich sagen, beenden wir diese Folge hier an dieser Stelle und in der nächsten Folge gehen wir dann zu General Grell, um ihn zu töten und den Wächter zu beschützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!